Willkommen zurück zu einem Preview-Video von 9.5, dem ersten Testserver, und heute soll es um den NVA-Tank T55A gehen. 1700 Hitpoints, 580 Pferdestärken, Topspeed von 50, er hat 200 mm Turmpanzerung, aber das ist hier auf dem Testserver leider nicht viel wert, da er nur mit Gold geschossen wird. Also müsst ihr darauf achten, 201 Pen, 320 Durchschnittsschaden. Diese Kanone kennen wir schon vom T54 und ich denke, wir schauen ihn uns einfach mal live an. Und da sind wir auch schon im World of Tanks Trabant mit unserem T55A zusammen mit dem Silverlane und dem Rockstar, den ich gerade nicht sehe. Da. Ja, schon interessant, ne? Ja. Kaum sind wir auf Himmelsdorf. Hallo erstmal. Kaum sind wir auf Himmelsdorf. Keine Ahnung dabei. Ja, das ist unser allererstes Match heute, wo es nicht überhaupt keine Arti gibt. Sonst hatten wir mal mindestens drei. Und ich bin ja so ein Arti-Magnet. Sonst würde es schon einige gute Runden geben, aber ja, nein. Ja, das ist allerdings hier auch ein kleines Problem auf dem Testserver. Natürlich will jeder unbedingt mal seinen Lieblingsszene ausprobieren und ich sitze halt in einem Neuner und bin dadurch eigentlich quasi schon prädestiniert, um als Hackfleisch über die Theke zu gehen. Und ja, wir müssen echt hier aufpassen, dass wir hier nicht drauf gehen. Schön, dass auch jeder fragt nach deinem Panzer, weil sind alle nicht fahren. Ich krieg das gar nicht mit. Die meisten reden ja Russisch. Russisch kann ich leider nicht. Deswegen gucke ich da unten schon gar nicht mehr rein. Aber du hast schon eine Batchet gefunden. Der hat schon einen Schuss vermasselt. Ich versuch's über links. Sekunde. Da zieht sich jetzt der Bulldog, versucht die Ecke hier zu erreichen. Das verhindere ich mal schnell. So, komm ich sogar mit. Nimmst du was? Ich arbeite dran. Ist okay. Oh, nee. Ja, ja. Ja, wenn du. Ich hab gedacht, du bist schon links vorne. Nee, leider nicht. So schnell bin ich denn doch nicht. Ja, T55A. Uah, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, mich eins. Uah, Badget. Mich einzuspielen. Selber muss. Oh. Ja, das ist ja schlecht. Danke. So, ihr habt gesehen, eben ist mein Ammo-Rack rausgeflogen. Das passiert leider relativ häufig. Typisch russischer Panzer halt. Und ansonsten fährt er sich wie ein kleiner T54. Hat also ganz ähnliche Werte. 200 mm Panzerung am Turm, 100 mm Frontpanzerung an der Wanne. Das ist okay, damit kann man arbeiten. Ist eher so wie der WZ als wie der T54. Hat eine sehr gute Kanone. Hat einen hohen DPM-Wert und er ist ziemlich mobil. Er ist nicht der schnellste, er ist schneller als jeder Chinese, aber ein Tick langsamer als der T54 zum Beispiel. Aber mir gefällt er verdammt gut. Macht hohen Spaß. Nur nicht gegen extrem viele Zehner. Da ist man mal ein bisschen underpowered, was die Kanone angeht. Vor allem, er sieht wirklich schick aus. Ja. Hier gibt es zwar noch einen kleinen Farbpack, aber der sollte ja demnächst behoben werden. Er hat auf jeden Fall sehr viel mehr Details als so ein läppiger T54. Was hast du hier? Nix. Viel Spaß damit. Ich warte, ja, eben. Ich warte auf meinen Damage hier in der Straße. Eins. Da steht eine Badget im Fenster. Nope, 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 nope. Ich selber, der E100 hat gedreht. Ich muss nachladen. Rombas zwang den Schuss. Schade. Da kommt ich bin den IS-4 nicht. Bin hinter dir. Guckt auf mich, okay. Ich sehe leider gar nichts. Oh, schade. Holen wir uns mal den E50. Guckt der in deine Richtung? Ja. Ich bin gleich da. Ja. Na klar, ich baue uns am Heck. Na gut, passiert. 2 Sekunden noch, dann nehme ich ihn raus. Gut, ich mache heute keinen Schaden. Ja. Ich würde nicht noch eine ziehen. Also, drin. Holen wir uns erstmal ein IS-4. Das gibt's nicht. Da wartet eine Vorwurf auf dich, Asi. Ja, super. Da kommt aber ein Leo von links. 28 Sekunden, ich kann dich abcovern, Silver.
Ja, im Moment steht er noch, der macht nichts. Das ist nett, dass er mich nachladen lässt. Ich glaube nicht, was ich heute alles daneben schieße. Kommt ein 113. Sehr schön. Och, jetzt 6. kommt ein Objekt. Oh je. 11 Sekunden. Dann Leo ist auch noch da. Oh, den mache ich mal zuerst. Oh. Ja. Der schießt mich gleich weg. Wow. Oh, das Objekt zieht auf euch. Ja, ich hab den Leo jetzt gefunden. Ja, das Leid eines kleinen Mediums im massiven 10er Gefecht. Vorher habe ich Grenze, aber ich komme auch noch mit ran. Bei mir wird's knapp mit der Munition, ich habe nur noch 8 Schuss. 5 davon sind Gold. Das schafft ihr schon. Ich lade. Weil, dass ich nicht weiß, wie voll der 50B ist. Ja, ohne X4M ist das immer ein bisschen... Ja, oder ohne ein Damage Panel, aber... Machen wir schon. Der dürfte relativ voll sein. Schafft der LTT? Okay. In welche Richtung treten die vor? Richtung Süden. Ja. Jetzt Richtung Norden. Jetzt ist er hier gleich tot. Bin offen. Okay, das war wahrscheinlich die vor. Da ist er 50. Ist gar nicht so voll. Dann wollen wir noch mal den ersten Krieger auf den Testserver holen. Schön. Oh, Crucial Contribution? Ja. 12 Kills, entscheidender Beitrag. Ja, nur sehr schade, dass ich ein bisschen versagt habe, aber wir legen gleich noch eine Runde nach und dann sehen wir hoffentlich ein bisschen mehr von dem Panzer. Oh Mann, nur 1000 Schaden. Ja, aber so schlecht war die Runde nicht. Ja, für euch. Also mit den Besten habe ich schon lange nicht mehr so viel Damage rausgehauen, auf dem willst du dauern. Gut, bis gleich. Fragt schon wieder jemand nach 55er. So, da sind wir zurück. Passend zum Winter sind wir auf Ruinberg im Winter. Und es sieht fantastisch aus. Es ist ein bisschen neblig, es schneit ein wenig. Und wir sind hier mit unserem T55A zusammen mit dem Silverland und dem Rockstar unterwegs. Hallo. Hey. So, gefällt mir sehr gut. Nicht mehr so dunkel wie Ruinberg und Feier, obwohl ich das wirklich mochte, aber es war wirklich extrem dunkel. Nun ist es schön hell, schön weiß. Und Schneekarten kann man eh immer gebrauchen. Ich liebe Schnee. Zumindest, wenn ich in irgendetwas warm drin sitze. So, zweimal Arti, müssen ein bisschen aufpassen. So, auch in dem Video, falls ihr das Objekt 260 Video nicht gesehen habt, der Hinweis, die Karte wurde mittlerweile etwas erweitert von Wargaming. Das heißt, wir sehen hier wirklich auf der Minimap, was gerade hinter uns herfährt, zum Beispiel die Maus, deswegen... Okay, das ist nicht oft, dass ich hier eine Maus sehe. Und das Ganze könnt ihr in den Einstellungen, in den Settings, Optionen unten rechts auswählen. Da müsst ihr anstatt einem Niemals oder ein Never ein Always machen. Das ist ein kleines Dropdown-Menü, zeige ich euch nachher nochmal. Dann kann man sich das hier einstellen, dass es angezeigt wird. Das Einzige, was nicht angezeigt wird, sind dann halt so Sachen wie Drawboxen. Ja. Gut, aber zurück zum T55. Er ist mittlerweile ein absoluter Lieblingstank von mir. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß an dem Medium gehabt, obwohl wir hier sehr viel Zähne haben und er doch des Öfteren das ein oder andere Ammo-Rack verliert. Macht er trotzdem unglaublich viel Spaß und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ihn auf einem Live-Server zu spielen. Los, Mäuschen, beweg dich mal ein bisschen. So, versuchen wir noch ein bisschen zu snipern, aber es kommt gerade nicht so viel ins Blickfeld. Außer der. Sehr schön. Ich werde mal nach hinten fahren.
Da kommt nämlich einiges gerade auf unseren Cap-Kreis zu. Eins davon ist ein Bad-Chat. Nee. Bin unterwegs. Ich krieg die Kanone nicht runter, um auf die Bad-Chat zu wirken. Ah. Oh, das ist aber eine fiese Straße hier. Ich hoffe, du bist jetzt gleich leer. Jetzt musst du leer sein. Sehr schön. Hat sich das auch erledigt. Und das war auf jeden Fall eine sehr geile Runde auf Ruinenberg im Winter. Es ist auch das erste Mal, dass ich die Karte hier gesehen habe. Gefällt mir richtig gut. Was meint ihr? Ja, also mir gefällt die auch sehr schön. Also Stadtkarten und dann auch noch Winter. Sieht echt schick aus. Mhm. Und keine Angst, der Nebel behindert nicht eure Sichtweiten. Gut. Haben wir mal eine Runde vom T55A überlebt. Ist es ein bisschen schwierig, denn wirklich jeder hier möchte gerne einmal draufklopfen, ob er auch wirklich echt ist. Und viele schaffen es dann. Aber demnächst werde ich natürlich auch nochmal weiteres Footage vom T55A machen. Zuallererst zeige ich euch jetzt aber gleich mal, wie das hier nochmal mit der Minimap funktioniert. Na gut, 1500 Schaden. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Schaden gemacht. Aber wie gesagt, Testserver auf dem Live-Server wird das Ding wahrscheinlich richtig abgehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Zuallererst ganz kurz. So, zu den Einstellungen einfach auf Settings. Und dann habt ihr hier unten Enable Expanded Minimap Features. Dort einfach Always eintippen. Am Anfang steht Never. Ihr müsst Always machen. Dann habt ihr die ordentliche Minimap. Gut, das war's dann erstmal. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss. Boah, das leckt schon wieder wie Hölle. Ihr seht schon oben die Millisekunden. Das hat aber einige getroffen. Huch, ich glaube, das ist vorbei. Ich habe ein Standbild, ja. Ja. Super, die Server sind dem Ansturm der russischen und europäischen Spieler natürlich nicht gewachsen. Oder auch die Amerikaner sind gerade wach geworden, ich weiß es nicht. Hm. Soll ich jetzt raten, wohin ich schieße? Ich find's lustig, ich hab keinen Reload halt, ne? Kannst halt dauerhaft schießen. Ah, Connection Server ist wie ein Interrupted.